Dass es nochmal zum Duett von Roland Kaiser und Maite Kelly kommt, dementierte der Sänger stets. Überzeugt ihn Maite so? Es gab eine Zeit, da war Maite Kelly, 44, die einzige Frau auf der Bühne neben Roland Kaiser, 71. Doch der Schlagerstar hat sie vor einiger Zeit eiskalt abserviert und erklärt, kein Duett mehr mit ihr präsentieren zu wollen. Stattdessen sang er plötzlich mit Michelle Hunziker, 47. Maite Kelly will Roland Kaiser nicht hergeben. Alle wollen ihn, und das passt Maite offenbar gar nicht. Bei der Aufzeichnung von Giovanni Zarellas, 45. Jubiläumsshow zu Ehren von Roland Kaiser, 50 Jahre Roland Kaiser, 24.02. ZDF, stand die Sängerin endlich wieder mit dem 71-Jährigen auf der Bühne. Und Maite legte sich mächtig ins Zeug. Ganz eng schmiegte sie sich an ihn. Fast schien es, als wolle der Kelly Family Star den Künstler überreden, noch einmal ein Duett mit ihr aufzunehmen. Roland Kaiser Maite Kelly? Gibt es doch Hoffnung auf ein neues Duett? Anzeige. Es scheint, als hätte Maite diesen Moment herbeisehnt. Kritisch beäugt wurde diese Flirtoffensive von Kaisers guter Freundin Mary Rose, 75, die auch Gast in der Sendung war. Der Auftritt schien ihr überhaupt nicht zu gefallen. Schließlich ist sie dem Sänger seit vielen Jahren musikalisch und privat verbunden. Doch eine Frau wie Maite lässt sich davon nicht beirren. Die ganze Buhlerei um Kaiser dürfte vor allem seiner Frau Silvia, 58, missfallen. Zwar sind die beiden seit 27 Jahren verheiratet, doch mit der Treue nahm es der Schlagerstar in der Vergangenheit nicht immer so genau. Ob er bei so vielen Frauen, die für ihn schwärmen, standhaft bleiben kann? Vielleicht dürfen wir uns ja doch noch auf ein zweites Duett mit Maite freuen?